Schönen guten Hallo, Morgen, guten Herr Professor Morgen. Böhme-Nessler. Das war ja wichtig, Guten dass da Morgen. gestern diskutiert wurde. In der Sache allerdings wenig Neues, muss man sagen. Argumente, die man schon kannte. Die Opposition schiebt der Ampelregierung die Schuld zu, dass sie keinen eigenen Antrag haben. Also wie gesagt, da wurden die alten Argumente ausgetauscht. In der Sache nicht viel Neues. Der entscheidende Punkt ist aber, ob so eine Impfpflicht, wenn sie denn kommen würde, überhaupt verfassungskonform wäre. Da haben Sie recht, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Die Politik ist frei, aber sie muss sich an die Grenzen der Verfassung halten. Und aus meiner Sicht ist tatsächlich die Impfpflicht verfassungswidrig. Sie ist eben kein kleiner Pieks, wie manchmal gesagt wird, sondern sie ist ein deutlicher Eingriff in ganz viele Grundrechte, nicht nur in das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, auch in andere Grundrechte. Und das erlaubt die Verfassung nur unter besonderen Bedingungen. Und diese Bedingungen sehe ich im Augenblick nicht als gegeben an. Reicht denn Ihrer Meinung nach das Argument eines überlasteten Gesundheitssystems, was es ja auch momentan gar nicht gibt? Das sind sozusagen zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ja, die Verfassung sagt dem Staat, du hast die Pflicht, die Gesundheit und das Leben auch deiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Insofern muss der Staat ein funktionierendes Gesundheitssystem unterhalten. Aber die Frage ist, ob die Impfpflicht dafür überhaupt geeignet ist. Eine mögliche, wir reden ja nicht von der tatsächlichen Überlastung, sondern von einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems. Das Problem ist, glaube ich, seit Omikron sind die Spielregeln anders. Die Impfung wirkt fast gar nicht mehr gegen Omikron. Das sieht man an Zahlen. Gucken sich Portugal an oder Bremen. Das sind zwei Staaten, die haben eine unglaublich hohe Impfquote. Da gibt es praktisch keine Impflücke. Und trotzdem gehen die Inzidenzen durch die Decke. Das heißt, möglicherweise sind die Impfstoffe, die wir gerade haben, gar nicht geeignet, das Ziel zu erreichen, nämlich die Ansteckungen zu verhindern. Und dann darf man natürlich die Bürger nicht mit einer Pflicht belegen, sich dann trotzdem impfen zu lassen. Und dann bleibt noch die Frage, sollte eine Impfpflicht kommen, wie kann die überhaupt kontrolliert werden? Sie haben auch recht, eine Pflicht nützt nur dann was, wenn man sie auch kontrollieren kann. Und das ist natürlich ganz schwierig. Der Staat müsste dann wissen, welcher Bürger, welche Bürgerin hat sich wie oft impfen lassen. Das würde ein unglaublich umfangreiches Impfregister erfordern über ganz sensible Gesundheitsdaten. Wir reden ja nicht über irgendwelche Daten, sondern wir reden da über intime Gesundheitsdaten. Und das kann man, denke ich, praktisch schon gar nicht in der Kürze der Zeit aufbauen. Und was den Datenschutz angeht, der ja auch von der Verfassung garantiert wird, halte ich das für ganz problematisch. Einfach unglaublich viele intime, persönliche Daten zu sammeln. Das sehe ich gerade nicht, wie das gehen soll. Einordnungen von Professor Böhme-Nessler. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen.